Na gut. Die Fenster sind jetzt zu und der elektrische Schläger ist am Start. Falls ich diesen riesen Drecksmoskito finde, der in mein getrautes Heim eingebrochen ist, nachdem ich einen kleinen Marienkäfer retten wollte, den fick ich. Na gut. Rein geht's ins Match. Hoffen wir, dass wir dieses Mal... Ey, wir werden so zerfickt und wenn wir nicht mal zerfickt werden, dann haben wir so unfassbares Hexpech. Es ist krass. Okay. So, den Mogelhieb können wir uns jetzt in den Arsch schieben. Der Bedroher juckt Urshifu auch nicht, weil er halt immer krittet. Er kann jetzt einfach auf den Nahkampf drücken. Und auf Bizarro-Raum oder was auch immer er möchte. Er hat schon wieder so er hat so eine gute Position schon wieder. Er hat schon wieder so eine gute Position. So, schlagen wir ihm seinem scheiß Beulenhelm ab. Das macht dann quasi ein bisschen über 50%. Weil wir nie Schaden machen, selbst wenn wir sehr effektiv treffen. Er one-shottet uns mit resistierten Moves, mit Miraidon. So, jetzt haben wir zwei Mogelhieber auf dem Feld gegen diesen, gegen scheiß Barigiraf. So, Poggers. Das war's jetzt worth, ne? Den ganzen Hayat-Film hier. Ja, Grasrutsche können wir nicht machen, weil es eine Prio ist und das wird einfach verhindert. Ja, wir haben schon wieder verloren. Wenn wir den reinwechseln, sterben wir. Wenn wir den reinwechseln, lassen wir unsere Wincon verrecken. Was soll ich euch sagen? Okay. Joa. Der Abschlag wird jetzt leider nicht reichen, weil Farigiraf so ein bulky Ficker ist. Was war das? Was war das für ein Move? Warum hat das gereicht? Der Flareblitz, oh mein Gott, wie unfassbar. Krass. Crazy, crazy, crazy. Gut, jetzt haben wir eine Chance. We got one chance to blow. Und gleich kommt Urshifu wieder rein und fickt uns. Und auf die Abgangstirade kann er auch gehen. Geht nicht auf den Mogelhieb, schade. Psychic, ja gut. Schlägt ab. Okay, das ist noch schlechter. Ja, Urshifu, kannst du das schon wieder nicht protecten? Kannst du wieder gar nichts machen? Ja, ich dachte, ja, vielleicht protecte ich, gehe mit Fuego raus, dann kann ich Mogel hieben, bla. Nee, du kannst schon wieder gar nichts machen. Es ist wieder vorbei. Es ist wieder einfach fucking vorbei.
Wir kriegen immerhin noch einen Sternhagel raus. Alter. Das tötet sogar ohne Stellar. Okay. Ja, Juju wird abgeschlagen. Okay. Life Orb. Ja, wenn er. Was hat er jetzt noch? Miraidon, der wird uns halt eh outspeeden. Und dann ist Geschichte. Schicht im Schacht. Ja, Miraidon. Ja, gut. GG, gell? GG. So läuft's. Eine Sitzung. Geil. Oha, wir kriegen nochmal einen Stern. Er lässt mich Sternhageln? Was? Was? Was ist mit ihm? Ja, krass. Er hat das Game verschenkt. Nice, wir gewinnen, weil der Gegner schlecht spielt. Nicht, weil wir gut spielen. Mehr draufhauen, weniger denken. Ja, das mag hier jetzt funktioniert haben, weil er... Warum auch immer das Terra-Ding nicht rausnimmt, was seine Mons one-shottet, aus irgendeinem Grund. Kann es sein, dass auf plus 1 Terra-Sternhagel Single-Target besser ist als Dual-Target? Weil das hätte nie gekillt, wenn es gesplittet worden wäre, right? Das heißt, die Terra-Kristallisation ist ehrlich gesagt gar nicht unbedingt immer vonnöten. Weil ich habe den Bruder immer geterrat, aber der Sternhagel bleibt ja auf 120 Stärke. Aber so tun wir den nicht splitten. So, schon wieder das Nonplusultra-Drecksteam. Ohne Terra Stellar macht Sturm mehr als mit Terra, wenn beides neutral ist. Aber mit Terra Stellar kriegen wir doch Stab einmal auf jeden Move, ne? Aurasphäre müsste ich eigentlich auch mal nutzen, deswegen. Okay, also wir haben halt wieder die üblichen Verdächtigen, ne? Weil ich bin echt überrascht, auf plus 1 macht der Sternhagel, da one-shottet er alles. Mit Juju natürlich. Was eigentlich gar nicht so eine Überraschung sein sollte, aber... So, Du Diggi, der wird jetzt wahrscheinlich Pilz sporen und auf den Bizarro-Raum drücke, ja? Sind wir soweit.
Damit könnten wir halt maybe Calyrex rausnehmen. Aber nur, wenn wir Yu-Yu haben. Okay, Momentle. Well, GG. Was auch immer jetzt passiert, ne? Ich habe gerade gesehen, dass das nicht mal sehr effektiv ist. Okay. Well, das ist probably okay. Ach so, warte mal, der trifft beide, ne? Ja. Lul! Stimmt. Okay. Bin ehrlich mit euch. Ich bin nicht unbedingt mad jetzt. Und jetzt kann Yu-Yu relativ gut revengen. Du, und ich sag nur, gell? Die Hitzewelle. Er wird Terra wassern. Er wird Terra wassern. Protected. Okay. So, ey, Digga, jetzt einfach bitte nicht den 90er Move verfehlen, ne? Einfach mal nicht den 90er Move verfehlen. Danke. Bye bye, Amoongus. Großes Problem ist jetzt weg. Jetzt kommt das nächste Problem. Hat er wohl Ozu gehabt? Probably, ne? Wulaosu ist jetzt halt hier, um uns zu umzubringen, ha? Pelipper. Ah, er denkt, dass er eine Hitzewelle nimmt jetzt. Du, das ist mein Einsatz. So, wir outspeeden, obviously. Wenn er nicht herrat. GG. Ein Gedankengut und du hättest ihn bamboozelt. Jetzt kommt der Trick Room. Guck, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Du. Mache das jetzt. Ah ja. Ich stehe verrecke? Wahrscheinlich, ne?
Inzin. Spannend. Wie viele Runden sind es noch? Eine. Ja gut, dann ist halt eine plus minus eine 50-50, ne? Wobei, es ist eine 3 zu 7. Eine 30% Chance. Und jetzt hat er wieder White Guard. Aber wir kriegen den Double Protect und das ist schon ziemlich fucking good. Nur hat er jetzt theoretisch Meteorologe und kann uns relativ easy einfach das Handwerk legen. Du gut, ja. Drück White Guard, bitte. White Guard, Bizarro-Raum. Yes. Alright, now we have a chance. Ja, Juju musste wieder den Kill machen, huh? Der Double Protect hat geregelt. Ohne den Double Protect. Wobei, hat er ihn angegriffen? Ich weiß es gar nicht. Das war ein Crit. Insin. Okay. Den Mogelhieb, ja, an den hätten wir denken können, aber ehrlich gesagt spielt es keine Rolle. At this point gewinnen wir. Wait a minute. Ja, da war ja was. Lul. Alter, wer hätte gedacht, dass wir das noch gedreht bekommen, ha? Huh? Who would have thought? Oh, also ich werde diesen Moskito nie wieder finden.